Weitere Brawl Stars Update News. In diesem Video das Crow und White Crow Remodel. Pins im Kampf und wie man sie verwendet. Das Super City Environment, das seht ihr bereits hier. Und alle Balance Changes. Let's go! So sieht er also aus, der neue Crow. Sehr cool mit der Lederjacke. Ich weiß nicht, ob er die von Bull geklaut hat. Die sieht doch sehr ähnlich aus. Auch sehr cool die silberne Kette, die er da trägt. Cooles Crow Redesign. Und so sieht der weiße Crow aus. Auch der sehr cool hier mit der goldenen Kette, goldene Gürtelschnalle und diese samt-Bordeaux-farbene Jacke. Sehr cool gelungen, das Crow Redesign. Am Beispiel von diesem Crow zeige ich euch gleich, wie man die Emote-Pins künftig im Spiel verwendet. Ihr seht da oben rechts bei Crow dieses kleine Emote. Da kann man neu draufklicken. Ihr seht oben die vier ausgewählten Pins für Happy, Sad, Wütend und Special. Und in der unteren Reihe könnt ihr Pins auswählen und oben zuweisen. Und diese Pins könnt ihr dann im Spiel verwenden. Also die Pins oben könnt ihr im Spiel verwenden. Und wie geht das? So sieht das im Spiel aus. Da habt ihr oben rechts diese drei Punkte, da könnt ihr draufklicken und dann seht ihr diese vier Pins, die ihr zur Auswahl habt und ihr könnt ihr dann so im Spiel verwenden. Ich bin schon sehr gespannt, wie oft Leute künftig diese Pins im Spiel verwenden werden. Sehr coole Erweiterung. Lasst euch davon nicht zu sehr ablenken. Und hier seht ihr auch direkt, wie Crow dann in-game aussehen wird. Dazu nachher noch mehr. So sieht Crow aus, wenn er verliert. Da ist er natürlich sehr traurig und macht einen Daumen runter. Und so sieht Crow aus, wenn er gewinnt. Da gibt es einen Sprung und einen Daumen hoch für Crow. Super cool gelungen. Und während ich euch jetzt Gameplay vom neuen Environment Super City Environment zeige, erzähle ich euch auch gleich alles über die Balance Changes. Was wird sich da tun? Balance Changes. Der erste Brawler, der sich verändert, ist Gale. Für Gale gibt es aus meiner Sicht einen Buff. Sein Hauptangriff feuert jetzt 6 Projektile. Die sind etwas kleiner und dichter beisammen. Das macht es aber deutlich einfacher, zwischen engen Hindernissen hindurch zu treffen mit Gale. Wenn Gale seine Super verwendet, stößt es ihn nicht mehr zurück. Bisher hat er jeweils einen Rückstoß bekommen und hat ihn selber weggedrückt. Das passiert jetzt nicht mehr, er bleibt also stehen. Und die Gegner werden von der Super weiter zurückgedrückt als bisher. Also ein Buff für Gale. Finde ich eine gute Änderung, weil aus meiner Sicht war Gale bisher etwas zu schwach. Der nächste Brawler, Nani. Nani war etwas schwächlich unterwegs, was die HP betrifft und kriegt jetzt auch mehr HP. Die HP werden von 2400 auf 2600 erhöht. Das kann je nach Gegner eine deutliche Verbesserung sein. Die größte Veränderung gibt es aber am Hauptangriff von Nani. Wenn sie nämlich auf kurze Distanz niemanden trifft, dann wird der Schuss nun verlängert. Das heißt, die Projektile legen nun eine extra Distanz zurück und gehen hinten nochmal auseinander. Das ist eine deutliche Verbesserung in der Angriffsstärke von Nani, wo es teilweise doch recht schwer war zu treffen. Also ein Buff für Nani. Die nächste Änderung gibt es für Dynamite. Sein Gadget Brummkreisel erhöht nun auch die Geschwindigkeit von Dynamite. Also ein ganz kleiner Buff für Dynamite. Unser guter Jean hier, der bekommt einen Nerf. Seine HP werden von 3600 auf 3400 reduziert. Ein paar Anpassungen gibt es bei Jackie. Ein Nerf in Jackies HP. Die HP werden von 5200 auf 5000 reduziert. Außerdem wird ihr Gadget genervt. Die Geschwindigkeit vom Boar Booster wird von 30% auf 20% reduziert. Dafür kann man ihn aber wieder dreimal verwenden statt nur zweimal. Also ein kleiner Nerf für Jackie. Sprout kriegt ebenfalls einen Nerf. Die Überwucherung dauert nun 5 Sekunden, um sich zu laden. Dafür gibt es immer diesen größeren Radius. Um die Super aufzuladen, braucht es neu 5 statt 4 Hits. Das heißt, es dauert etwas länger, bis man die Super bekommt. Und dann Mr. P, da gibt's was ganz Besonderes. Seine Star Power Blechbüchse wird durch eine neue Star Power ersetzt. Sie heißt Revolving Door oder sich drehende Tür. Die Drehtür funktioniert so. Nachdem ein Gepäckträger erledigt wurde, wird 3 Sekunden schneller ein neuer Gepäckträger losgeschickt. Also ein Buff für Mr. P. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bitte abonnieren, die kleine Glocke, damit ihr auch künftig nichts verpasst und ich sehe euch im nächsten Video.